Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden heute über den Gesetzentwurf zur Teilzeitmöglichkeit von unter 27-Jährigen im Bundesfreiwilligendienst und über den Antrag der FDP mit der Zielgruppe Senioren. In der Debatte um die Wiedereinführung der allgemeinen Dienstpflicht warf Herr Lindner der CDU seinerzeit fehlendes Verständnis für die jüngere Generation vor. Der jetzt vorliegende Antrag dokumentiert das fehlende Verständnis der FDP für die ältere Generation. Eine Forderung aus dem Antrag, ich zitiere, das Informationsangebot über ein freiwilliges Engagement für Seniorinnen und Senioren transparenter, einfacher, zugänglich und verständlicher gestalten. Ihr Fraktionskollege Wolfgang Kubicki, den ich durchaus mit Respekt und ohne despektierlich zu sein als Senior bezeichnen würde, würde Ihnen vermutlich klare Worte sagen, wenn Sie ihm leichte Sprache würden verordnen wollen. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass er diesen Antrag, diesen altersdiskriminierenden Antrag, nicht mit unterzeichnet hat. Zudem zeichnen Sie ein falsches Bild unserer Senioren. 463 sind lediglich deutschlandweit im Bundesfreiwilligendienst tätig. Dafür aber engagieren sich 23% der über 70-Jährigen im Ehrenamt. Sie liegen damit an der Spitze im bürgerschaftlichen Engagement. Dafür gebührt diesen Senioren der Dank dieses Hauses und der Dank unseres Landes und keine altersdiskriminierenden Anträge einer Hipsterpartei, liebe Freunde. Nun zum Gesetzentwurf der Regierung. Die Einführung einer Teilzeitmöglichkeit im Bundesfreiwilligendienst ist eine technische Regelung, gegen die man kaum etwas einwenden kann und die wir auch befürworten. Einwände haben wir allerdings dagegen, dass Frau Ministerin Giffey wieder ihre linke Krake Demokratie leben den Freiwilligendienst pädagogisch begleiten lässt. Ganze 25 Tage müssen die Teilnehmer im Bildungszentrum des Bundes verbringen. Diese Bildungszentren haben eine eindeutige Ausrichtung. So liest man auf der Homepage des Bundesfreiwilligendienstes, unsere Bildungsarbeit wird durch die Kooperation mit Partnern des Bundesprogramms Demokratie leben bereichert. Und danach folgt dann die übliche Auflistung aller möglicher Programme gegen rechts. Und das ist eben genau die fehlende Neutralität. Frau Ministerin Giffey hat betont, Demokratie leben sei eine neutrale Stütze unserer Zivilgesellschaft. Und genau das ist eben nachweislich nicht der Fall. Außerdem vermittelt Frau Giffey den Eindruck, dass es ohne die fleißigen Mitarbeiter von Demokratie leben den Menschen in Deutschland gar nicht mehr möglich sei, Demokratie richtig zu praktizieren. Die extrem linkslastige pädagogische Zwangsbegleitung der Freiwilligendienste ist eine Misstrauenserklärung gegenüber Vereinen, Institutionen und Elternhäusern, die wir ablehnen. In Vereinen wird Demokratie gelebt, ganz ohne Programme von links. Die AfD steht übrigens für die Wiedereinführung der Wehrpflicht und für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für alle, die nicht Mütter sind. Die allgemeine Dienstpflicht ist ein Dienst an der Gesellschaft und an Deutschland. Die allgemeine Dienstpflicht steht für Miteinander und gelebte Demokratie. Dafür stehen alle Bürger in der Verantwortung, kein abstrakter Staat und schon gar keine weltfremde Bundesregierung. Die Friday for Future-Demonstrationen haben gezeigt, dass die Jugend in Deutschland bereit ist, Verantwortung zu tragen und sich zu engagieren. Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik ist es aber, dafür Sorge zu tragen, dass das Engagement der Jugend nicht in die Fänge der grünen Klimasekte gerät, einer Sekte, in der gewissenlose Gurus wie Herr Habeck, Frau Baerbock oder auch Frau Roth unsere Jugend mit irrationalen Klimaängsten für linksextreme Gesellschaftsmodelle gefügig machen wollen. Darf ich Sie bitte Freiwilligendienst ist Dienst an der Heimat und am Gemeinwesen und kein staatlich gefördertes linksradikales Indoktrinationsseminar. Ich danke allen Menschen, die in Deutschland Freiwilligendienst leisten, auf das Herzlichste und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte, Markus Weinberg für die CDU-CSU-Fraktion.